Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Ich bin uns wieder am Start, und zwar bei der nächsten Review, der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal um einen Metal Car Mount. Hört sich erstmal an wie ein Mettler von Heavy Metal, aber das ist es nicht. Ganz im Gegenteil, wir haben hier eine Metallhalterung, die es uns ermöglicht, das Telefon bequem am Auto zu befestigen. Und zwar sieht die auch richtig fresh aus dabei. Verpackung, nichts Besonderes, aber wie gesagt, fürs Auto ist dieses Inhaltsgadget ideal. Komm mal da raus. Ha, kommt nicht raus. Gut, müssen wir wieder zusammenziehen. Zack. Schauen wir mal, was wir hier haben. Einmal eine Anleitung. Ein Alkoholpad zum Reinigen. Und natürlich Klebestreifen hinten, also so kleine Klebepads. Und hier haben wir, nee, das ist er nicht, aber das müsste ja der Magnet sein. Und das hier. So, gucken wir gleich mal, was das ist. Dann haben wir hier noch unten drunter im Schaumgummi eingepackt etwas. Müssen wir das ganze Gerät mal rausziehen. Eine Kugel. Nanu. Achso, das ist ja schwer. Also richtig schwer, das Gerät. Und hier, alles klar. Das klickt. Oh, Donnerwetter. Das ist ja fest. Ich hätte gedacht, laut den Fotos ist es größer, aber es ist wirklich schön klein. Alles klar, das ist also der Magnet. Und das auch. Ja, genau so sieht's aus. So, Sinn und Zweck dieses kleinen Gadgets. Nichts weiter drin. Was ist denn das hier? Achso, das haben sie einfach nur so reingelegt. Edle Verpackung, finde ich persönlich. Schöne Sache ist es. Firmenlogo ist drauf. Oh! Kriegst du gar nicht abgezogen, die Kugel ist wahnsinnig fest. Unten ein 3M Klebepad. Wird beim Auto oder beim Auto wie auch immer angeklebt. Dann kann man dieses Ganze hier variieren, wobei 360 Grad ist geflunkert. Ich kann keine 360 Grad, weil hier unten die Kugel ja nicht ganz rund ist. So, und gucken wir mal, wie das Ganze in der Anleitung da bebildert dargestellt wird. Wir sollen eigentlich nur Folgendes machen. Wir müssten an unser Telefon einen Aufkleber anbringen. Das sieht dann entweder so aus. Ja, entweder so oder so. Je nachdem, welches einem besser gefällt. Hat er hier eine Folie drüber? Ich glaube, das ist auch Silber unten drunter, wie es aussieht. Also mit dem Logo der Firma natürlich. So, und dann würde das ganze Gerät quasi an die Rückseite des Telefons geklebt werden. Und dann, ich mache euch das mal bildlich klar, damit das jeder versteht. So. Telefon. Ja. Flach sollte es ja auch so sein, weiterhin sein. Ansonsten ist das blöd. Jetzt gucken wir uns das Gerät mal an. Hier kann ich zum Beispiel bei diesem Gerät die Rückseite nicht abnehmen. Ist blöd. Also könnte ich nur Folgendes machen. Ich kann natürlich die Halterung nehmen für ein Telefon. Diese Klammeraffenhalterung, das ist gar kein Problem. Aber ich kann es mir auch viel einfacher machen. Ich kann hier auf die Rückseite einen starken Magneten ankleben. Würde jetzt hier gar nicht so doll auffallen, weil hier habe ich das ZTE-Logo und hier das Witten, Fitten, wie auch immer die Firma ausgesprochen wird, Logo. Es gibt es natürlich auch noch in Silber. So sieht dann gar nicht so schlecht aus. Und wie gesagt, es ist nicht dick. Das ist vielleicht, ja, einen halben Millimeter. 0,5 Millimeter würde ich jetzt mal so sagen. Das könnte man dann hier bequem dran kleben. Mit dem Klebepad. Was ja hier auf der Rückseite ist. Und da auch. Und dann kann man das Gerät hier dieses ans Auto befestigen. Meinetwegen irgendwo Richtung Armaturenbrett. So, da wird das Ganze angeklebt. Das ist ja hier auf der Rückseite. Und da muss ich mir jetzt vorstellen, so, dass nur diese Kugel hier am Armaturenbrett ist. Ach, guck mal, hier ist ja. Ach, guck mal, kann ich das etwa drücken? Und nee, ich dachte, das kann man drücken, um es abzulösen. Oh, Leute. Na doch, kann man schon, aber wenn man es so macht, ist es schon etwas komplizierter. Gut, jedenfalls das Gerät so. Hier ist auch ein extrem starker Magnet drin, der federt. Ja, sieht man das? Und dann hat man das hier an seinem Telefon hier dran. Und dann würde ich sozusagen dieses Gerät hier hinten so verbinden.
So, je nachdem, welche Größe ich nehme. Und dann, wenn das hier am Telefon klebt, hier so rangehen. Und dann würde mein Telefon also, schwierige Geburt hier, würde mein Telefon jetzt hier so befestigt sein. Am Auto. Das heißt, ich kann mir das aussuchen, wie ich das Telefon dann hin und her schwenken möchte. Ob ich es so haben möchte. Ich kann es auch an der Scheibe dran, an eine Scheibe dran bringen. Das fällt dann nicht besonders auf. Dann ist es aber festgeklebt an der Scheibe und ich weiß nicht, ob es bei Frost so gut hält. Das müsste man dann ausprobieren. Gucken wir mal ganz kurz in die Anleitung rein. So. Wir haben also die Anleitung hier. Wir sollen die Position mit dem Alkoholtupfer säubern, wo das angebracht wird. Dann wird der, also die Basis, die Base, wird angebracht. Das andere wird natürlich trocken gemacht. Der Kleber ist nach 3 Stunden komplett ausgehärtet, wenn man es so denkt. Also vorher kann man es wahrscheinlich hin und her bewegen noch, aber es wäre nicht gut. Und die magnetische Platte kommt an den Ball dran. Das wäre ja dieses Gerät hier. Das ist klar. Alles mit den Logos ausgestattet nochmal. Tja, und dann kommt nur Schritt 3 eigentlich noch. Na gut. Ja, und dann kann man das Ganze dann wieder dran befestigen. Jetzt gucke ich gerade mal 3M zweimal. Zweimal. Einmal. Jetzt, ach so, wir haben hier in dem Tupfer, habe ich ganz übersehen, siehst du? Hier sind ja auch nochmal, klar. Wir haben also diese Dinger. 3x3M, die großen. Einmal hier und einmal da. Ach so, dann klebe ich die einfach wieder oben drüber zur Not. Also an verschiedene Geräte, jetzt würde ich mal so sagen. Ne? Kann ich das hier irgendwie öffnen? Wie geht denn das auf? So geht's auf. So, und dann haben wir das Gerät ja eigentlich schon befestigt. Aus Alkoholtupfer, ein Klebestreifen, noch ein Klebestreifen und der große. Der große ist für diesen hier. Also so, da haben wir 2 Stück davon, 2 Stück von den kleinen und dann sogar noch hier extra dran. Also extrem stabil. Kann man so, oh, kriege ich nicht abgezogen. Ey, ist ja Wahnsinn. Guckt euch das mal an hier. Krass das Ding, also das ist echt heftig. Kann man über Eck vielleicht abziehen, aber wenn ich jetzt hier so nur rüber gehe, nee, achso, die sind gar nicht, die hier. Ja, zack, das zieht unheimlich krass dran. Also da kann das Handy schon ein paar Gramm wiegen. Kein Problem, da hat man auf jeden Fall eine gute Halterung. Finde ich persönlich eine sehr gute Sache. Sollte man sich aber bei der Größe und bei dem Klebegegenstand hier sehr gut überlegen, wo man das Gerät befestigt, weil wenn es sitzt, dann sitzt es definitiv. Und nicht anders sieht es aus, wenn man es am Telefon befestigt, an der Rückseite. Dann hat man hier, wie gesagt, die Möglichkeit, mit dem Klebepaket oder mit dem Klebepaket. Sind die beiden natürlich aufgebraucht, muss man versuchen, die hier ohne Kratzer zu kriegen, wieder vorzuholen. Sollte das nicht möglich sein, tja, hier kann ich es nur draufkleben, weil ja, wie gesagt, der Deckel sich nicht ablösen lässt. Bei anderen, wo ich das Backcover natürlich abnehmen kann, da kann ich einfach das Backcover abnehmen, dann den Magnet reinlegen und dann einfach wieder das Backcover drauf machen. Und dann ist der Magnet ja fixiert durch den Druck und muss bloß durch die Plastikhülle noch stabil halten. Aber das ist bei dem Anzug hier gar kein Problem, weil der Magnet ist so stark aufgebaut. Da macht eine Plastikhülle nicht viel dazwischen. Wir machen mal hier die Anleitung dazwischen rein, damit ihr das mal seht. So, und trotzdem, ja, nehmen wir mal das große Ding. Und jetzt zack. Egal wie, also könnt ihr ziehen, wie ihr wollt. Das Gerät hält auf jeden Fall bombenfest. Top Sache, finde ich. Wer es braucht, kann sich so ein Ding ja auch mal anschauen. Zumal ja die alternativen Kfz-Halterungen etwas größer sind. Und diese Kfz-Halterung hier wirklich optisch sehr schön aussieht. Klein ist, nicht gerade auffällt. Hat aber, wie gesagt, den Nachteil, ihr solltet euer Telefon dann damit bekleben. Und müsst dann damit klarkommen, auf der Rückseite ein anderes Firmenlogo noch zusätzlich zu haben. Ob es nun klein ist oder groß, relativ egal. Das bleibt euch überlassen. Und wir sehen uns natürlich wie immer bei der nächsten Review oder App-Review. Ja. Das war's eigentlich. Mehr kann man dazu nicht sagen.
Das sieht wirklich riesig aus auf dem Bild, aber in Wirklichkeit ist es einfach so klein. Bis dahin erstmal und tschüss.